Nun also, meine lieben Hörerinnen und Hörer, will ich versuchen, Ihnen eine theoretische Hinführung zur Praxis der Meditation zu geben. Was ist eigentlich die Kraft, die dieses weltweite Verlangen nach Meditation hervorbringt? Was wird eigentlich gesucht, wenn nach Meditation gerufen wird? Ich glaube, eines kann man mit Bestimmtheit sagen, hinter diesem Ruf steckt eine Not, eine menschliche Not und eine Erwartung und Hoffnung, dass Meditation eine Notwende bringen könnte. Um was für eine Not handelt es sich? Diese Frage müssen wir uns stellen für unsere Zeit und jeder für sich selbst. Was also ist, liebe Hörer, die Not, die Sie treibt, Sie ganz persönlich, sich für Meditation zu interessieren, und was erwarten Sie persönlich von ihr? Nun werden Sie wahrscheinlich sagen, das zu beantworten ist gar nicht so einfach, denn da sind verschiedene Faktoren im Spiel. Und so ist es auch. Und doch kann man wohl auf eine ganz zentrale Not hinweisen, die uns heute alle betrifft. Dass der Mensch unserer Zeit, unserer Bedingungen lebt, die es ihm immer schwerer machen, ein Mensch zu werden und ein Mensch zu bleiben. Ich meine wirklich ein Mensch, ein ganzer Mensch, ein heiler Mensch. Denn das ist das Kennzeichen unserer sogenannten modernen Zivilisation, dass sie uns in unserem Menschsein können gefährdet. Dies betrifft weniger unsere körperliche Gesundheit, als vielmehr unser innerseelisches und geistiges Heilsein. Und warum ist das so? Nun, das hat viele Gründe. Ich greife einen heraus, den Verlust der Stille. Der Mensch bedarf, um heil bleiben zu können, der Stille. Der äußeren, aber mehr noch der inneren Stille. Und wer hat sie noch? Für die allermeisten ist der Tag voller Zerreißproben, ist Hetze, Lärm, Spannung, Hast. Alles muss immer noch schneller, noch präziser, noch reibungsloser gehen. Kaum einer von uns noch kann in seinem eigenen Rhythmus leben. Die Folge davon ist eben Stress, Krampf, Verspannung. Und was lässt sich dagegen tun? Nun, wenn man die äußeren Ursachen der Verspannung nicht abstellen kann, gibt es ja wohl nur eines, man muss sich mitten im Lärm der Welt entspannen können. Und so ist Entspannung heute das große Schlagwort und wohl auch das Erste, was der Mensch sich von meditativen Übungen verspricht. Hier hat auch die vielen von Ihnen sicher bekannte Entspannungsübung, die man das autogene Training nennt, ihren Platz. Sie ist zweifellos nützlich, gesund und heilsam, vorausgesetzt, dass sie im rechten Geiste getan wird. Kann sie denn auch in einem falschen Geiste geübt werden, das heißt missbraucht werden? Ja. Zum Beispiel dort, wo man, wie mir einmal ein Übender sagte, eine solche Übung kennen muss, um sich dann den Rest des Tages wieder verspannen zu können, ohne krank zu werden. Hier, meine lieben Hörer, wird Entspannungsübung heillos. Sie wird wie gewisse Erzeugnisse der chemischen Industrie zu einem Mittel, das den Menschen befähigt, schmerzlos in seinen Fehlhaltungen zu bleiben. Und das ist diabolisch. Leiden wird zur Rechtfertigung eines heilswidrigen Verhaltens, Übung wird zur Droge, zum Tranquilizer, der schnell ein Symptom beseitigt, aber die Ursache des Krankseins verbirgt und das Kranksein immer weiter vertieft. Meditative Übung im rechten Sinne aber muss etwas sein, das innerlich heil macht, das heißt an die Wurzel menschlichen Leidens und an die Quelle echten Heilwerdens herankommt und dadurch innere Stille bringt. Denn, liebe Hörer, nicht der äußere Lärm allein ist mit unserer Verspannung zusammenhängend. Auch wenn er wegfällt, weil es Nacht ist oder Feierabend, zieht bei den meisten von uns noch keine Ruhe ein. Gerade in der Stille der Nacht kommt oft die innere Unruhe hervor und lässt uns nicht schlafen. Und Millionen von Menschen erwachen mit einem Gefühl der Angst, der Schuld oder der Einsamkeit, und dies oft, obwohl sie in gesicherter Stellung und wohlgeborgen in ihrer Familie leben und sich keines Unrechtes bewusst sind. Es fehlt eben der innere Halt, die innere Ordnung und die innere Geborgenheit. Und weil sie es bei sich selbst nicht aushalten können, fliehen sie dann geradezu in den äußeren Lärm, der den inneren zum Schweigen bringt. In dieser offenbar auswegslosen Situation hat das Wort Meditation heute für viele einen geradezu magischen Klang.
Es gewinnt den Klang der Verheißung einer Stille, die von äußeren Bedingungen unabhängig ist. Ist diese Verheißung nun eine Illusion? Nein, meine Hörer, es ist keine Illusion. Denn nicht zu Unrecht lebt in uns allen die Ahnung einer tief im verborgenen Grund unserer Seele vorhandenen Stätte, in die kein Lärm der Welt dringt und in der auch der innere Lärm zum Schweigen kommt und innere Stille ist. Es ist das ein Raum, der uns in seiner Stille Heilsein verspricht, darin uns Heilsein erwartet inmitten dieser unheilen Welt. Und in diesen Raum hinzufinden, das verspricht uns eine geglückte Meditation. Aber um den Weg dahin zu finden, muss man wissen, was den Menschen von diesem ihm selbst innewohnenden Raum der Stille trennt und warum er ihn immer wieder verfehlt. Zweierlei Ursachen sind im Spiel. Die eine liegt in unserer menschlichen Natur, die andere im Geist unserer Zeit. Die erste Ursache hängt zusammen mit dem, was in der traditionellen Sprache die Erbsünde genannt wird. Die Sünde ist, dass der Mensch den falschen Gebrauch von den Früchten macht, die er vom Baum der Erkenntnis pflückt. Das geschieht in jedem von uns dadurch, dass die Ergebnisse unseres rationalen Verstandes uns verleiten, unser göttliches Wesen außer Acht zu lassen. Der Mensch verfällt immer wieder der Verlockung über der Welt, die er mit seinem Verstande erkennen, meistern und gestalten kann, das überwältigende Reich seiner Seele zu vergessen und zu verraten. In dem Maße nun, als der Mensch sich immer einseitiger als weltmächtiges Ich fühlt und um sein gesichertes und lustvolles Bestehen in dieser äußeren Welt kreist und alles Heil von der Welt erwartet, gerät ihm die innere Wirklichkeit, das heißt die paradiesische Heimat seiner Seele und der ihr innewohnende, überweltliche Kern seiner selbst immer mehr aus dem Sinn. Aber meine Hörer, menschliches Leben ist in aller Ewigkeit zwischen zwei Pole gespannt, dem Äußeren der Welt und dem Inneren der Seele. Und dem Menschen ist in aller Ewigkeit zweierlei gegeben, als Chance, Verheißung und Auftrag, ein kräftiges Ich auszubilden, um die Welt zu meistern und zu gestalten im Werk, und zum anderen den inneren Weg zu gehen, den Einweihungsweg seiner Seele, um Frucht zu bringen, das heißt sich zu erfüllen, Kraft einer inneren Reife. Unsere westliche Zivilisation hat nun die Betonung so einseitig auf das gelegt, was die Welt bedeutet, als Aufgabe, Lustquelle und Gefahr, und auf die Ausbildung eines der Welt gewachsenen Ichs, dass darüber die Aufgabe, nach innen zu wachsen und seelisch zu reifen, in heillosem Maße vergessen wurde. Und das ist die Hauptursache für die menschliche Not unserer Zeit. Im Ruf nach Meditation hören wir den Notschrei der vernachlässigten Innerlichkeit. Er ist ein Symptom für die Rebellion der Seele gegen den seelenlosen Geist unserer Zeit. Führt nicht der Geist, aus dem Wissenschaft und Technik erwuchsen, mit all ihren großartigen Leistungen zu einer Organisation unserer Gesellschaft, die schließlich das Gegenteil von dem darstellt, was man von ihr erhofft. Statt den Menschen zu befreien, hat sie begonnen, ihn zu versklaven. Sie macht ihn zum Funktionär unpersönlicher Gebilde und Betriebe, in der er sich reibungslos einzufügen hat und darin er nicht nur ein Untergeordneter, sondern auch an führender Stelle zu einem Rädchen in einem mehr oder weniger automatischen Betriebe wird, dessen einzige Ehre es ist, reibungslos zu funktionieren. Was aber bleibt dann eigentlich noch vom Menschen übrig? Wenig. Die Ganzheit seiner Persönlichkeit, der Ausbildung einzelner Fähigkeiten zum Opfer fallend, werden nur die männlichen Gaben gefordert und gefördert. Die weibliche, musische Seite wird in heilloser Weise vernachlässigt. Das Gleichgewicht zwischen Innen und Außen ist gestört, das Innerseelische hat in dieser mannmännlichen Welt der Efficiency keinen Platz, sichtbare Leistung ist alles. Für die Ansprüche unserer personalen Tiefe ist kein Raum. Die Seele des Ganzen, unser innerstes Wesen, wird negiert. Glauben Sie mir,
Auch hinter der Not der Jugend und ihrer Rebellion gegen das herrschende System steht die vorwurfsvolle Frage an die Erwachsenen: Ihr erzieht uns, uns durchzusetzen in der Welt, etwas Nützliches zu leisten und uns wohl zu verhalten. Wer aber fragt nach dem, der wir eigentlich sind, nach dem, worunter jeder von uns innerlich leidet? Wer fragt nach dem, was wir suchen und nach dem, der wir werden möchten? Wer zeigt uns, wie wir ganze Menschen werden und bleiben können? Wie wir, wie es unserer eigentlichen Sehnsucht entspricht, über die Grenzen dieser oft so banalen Wirklichkeit hinauskommen können? Das ist die Not, aus der heraus heute Hunderttausende, ja es sind wohl schon Millionen von jungen Menschen, darunter viele, die der Versuchung durch die Droge unterliegen, die nach Meditation fragen, ja schon in verschiedensten Weisen meditieren. Wo Meditation geübt wird, vertreibt das, was in ihr erfahren wird, die Droge. An die Stelle der illegitimen, bei wiederholtem Gebrauch, heillosen Bewusstseinserweiterung durch die Droge, tritt in der echten Meditation das legitime Erschließen eines lichtvollen Innenraums unserer Seele, in dem die große, erlösende und schöpferische Stille wohnt. Schon manchem Religionslehrer wurde die Erfahrung zuteil, dass sobald er meditative Übungen anbietet, auch die Jungen, die nicht mehr zum Unterricht kamen, wieder zur Stelle sind. Und Lehrer, die in den untersten Klassen schon ganz einfache Stilleübungen machen lassen, haben keine Disziplinschwierigkeiten mehr. Und warum? Weil in der Stilleübung etwas anspricht, das unserer inneren Gesetzlichkeit entspricht und offenbar im Menschen darauf wartet, lösend und befreiend ins Bewusstsein zu treten. Beglückt entdeckt heute der junge Mensch, der die Stille übt, sich in ganz neuer Weise selbst. Aber das ist kein schwärmerisches, zu Pubertät gehörendes Geschehen. In der Meditation winkt allen Menschen unserer Zeit und gerade dem vom Leben verkrampften, sogenannten Erwachsenen, die Entdeckung und der Genuss einer uns allen innewohnten, tieferen Dimension, das heißt einer Wirklichkeit, die nicht abhängt von Leistung und Wohlverhalten in der Welt, auch nichts zu tun hat mit den flachen Genüssen der Sinne, und damit nähern wir uns dem eigentlichen Sinn meditativer Übungen. Meditation verspricht den Zugang zu den Schätzen einer Innerlichkeit, deren Vernachlässigung die Sünde einer sich ausschließlich an der äußeren, weltorientierenden Erziehung ist. Meditation verfehlt daher auch ihren Sinn, wenn sie zu einer Übung zur Wiederherstellung unserer psychophysischen Gesundheit wird. So zum Beispiel bedeutet Yoga ursprünglich Anjochen des Menschen an das göttliche Sein. Yoga verfehlt seinen Sinn, wenn es lediglich als eine gesundheitsfördernde Gymnastik betrieben wird. Meditation verfehlt ihren Sinn, wenn der Mensch in ihr zu einer größeren Bierruhe, zu Erfolg oder in den Genuss sogenannter höherer Fähigkeiten zu gelangen hofft. Meditation ist nicht als pragmatische, sondern als initiatische Übung gedacht, das heißt, sie sucht den Zugang zum Geheimen in unserer tiefsten Innerlichkeit zu öffnen, zum Geistlichen, sagen wir ruhig zum religiösen Grund unseres Personenseins. Wir sagen zu unserem Wesen. Das Wort Wesen bedeutet uns die Weise, in der ein größeres göttliches Leben in uns anwesend ist und in uns und durch uns offenbar werden möchte in der Welt. Ich wiederhole, Wesen, die Weise, in der ein größeres göttliches Leben in uns anwesend ist und in uns und durch uns offenbar werden möchte in der Welt. Dies Wesen ist der Kern unseres wahren Selbstes. Um das Innewerden dieses Wesens geht es in allen echten geistlichen Übungen und so auch in der Meditation. Und das Selbst, dessen Wesenskern wir suchen, ist also sehr viel mehr als unser welthungriges und weltmächtiges, zugleich aber auch leidensscheues und den Tod fürchtendes Ich. Um die Verwirklichung dieses wahren Selbstes
geht es in einem meditativen, das heißt an der religiösen Wurzel unseres Selbstes orientierten Lebens. Und so ist Verlangen nach Meditation Ausdruck der den Menschen unserer wesensfernen Zeit bewegenden religiösen Not und zugleich einer religiösen, das heißt die Wiederentdeckung des Wesens versprechenden Verheißung. Die traditionellen Formen, Bilder und Begriffe unserer christlichen Religion haben, wie Sie alle wissen, an Überzeugungskraft verloren. Und warum? Weil das von ihnen Dargestellte nicht mehr erlebt wird. Es heißt dann, die Menschen haben ihren Glauben verloren. Das bedeutet aber keineswegs, dass die Sehnsucht nach religiöser Verankerung verschwunden sei. Im Gegenteil, sie wird umso stärker, als in den verhärteten Formen des sogenannten Glaubens die Quelle blutwarmer Erfahrung nicht mehr fließt. Um für diese Erfahrung wirklich bereit zu werden, muss der Mensch lernen, sich selbst wieder in seiner Innerlichkeit, das heißt als personales Subjekt ernst zu nehmen, sich selbst und die von ihm als Subjekt gelebte und erlebte Wirklichkeit. Das aber steht im Widerspruch zu der den modernen Menschen beherrschenden Tendenz, nur das Rational, das heißt als Objekt fixierbare und vom Subjekt unabhängige als Wirklichkeit gelten zu lassen. Gewiss ist der Mensch mit seinen Gefühlen und Trieben eine Fehlerquelle naturwissenschaftlicher Erkenntnis. Von ihr her gesehen ist er etwas nur Subjektives und ein Störungsfaktor in jedem Betrieb, der reibungslos zu funktionieren hat. Aber letztlich sind doch wissenschaftliche Erkenntnis der Welt und technische Organisation des Lebens nicht dazu da, den Menschen um objektiver Leistungen willen in seiner Menschlichkeit zu verneinen und zu verschlingen, sondern ihrer Entfaltung, das heißt dem wirklichen Menschsein können, zu dienen. Und Meditation wird heute immer mehr ein entscheidender Faktor im Ganzen der Bestrebungen, den Menschen inmitten dieser seelenfernen Welt aus Wissenschaft und Technik wieder ganz Mensch sein zu lassen. Meditation verspricht letztlich eine Daseinsform, die auch in unserer Welt für unser Innerstes einen legitimen Atemraum enthält. Ja, dieses Innerste im Menschen aus seiner Gefangenschaft zu befreien und wieder zum Herrn des Lebens zu machen, ist ihr eigentlicher Sinn. Meditation verheißt die Entdeckung einer anderen Dimension unseres Lebens. Einer Dimension, die von ganz anderer Natur ist, als unsere von raumzeitlichen Bedingungen abhängige Wirklichkeit. Aber werden nun einige fragen, ist das nun nicht eine Illusion? Nein, meine Hörer und Hörerinnen, der Mensch ist ein Bürger zweier Welten. Er ist Bürger dieser raumzeitlichen Wirklichkeit und zugleich Bürger eines überraumzeitlichen Reiches, das nicht von dieser Welt ist. Soll ich Ihnen eine ganz einfache Illustration des von mir Gemeinten geben? Sehen Sie, wenn mich jemand fragt, was ist Ihr Problem, so antworte ich, wie kommt der Karlfried durch den Dürkheim durch? Karlfried ist mein Vorname, Dürkheim mein Familienname. Ich setze den Familiennamen für den von der Welt Bedingten, in dem und dem Hause geboren, die und die Erziehung genossen, die und die Entwicklung, die und die Erfolge und Misserfolge in der Welt, schließlich die und die Person, als Träger eines bestimmten Berufes, einer bestimmten Stellung, den Dürkheim, den man so in der Welt kennt. Von den Bedingungen dieser Welt abhängig und sich mit den Bedingungen dieser Welt auseinandersetzen. Und dahinter ist ein ganz anderer. Für den setze ich den Vornamen. Ich habe dich beim Namen gerufen, denn du bist mein. Ein Unbedingtes, das sich gern unter allen Bedingungen manifestieren möchte. Und in diesem Sinne kann man eben sagen, der Mensch ist doppelten Ursprungs. Ursprungs einer bedingten und einer unbedingten Welt. Er ist irdischen und himmlischen Ursprungs. Und Meditation ist eine Übung, in der sich der Mensch seiner Zugehörigkeit zu dem überweltlichen Leben inne werden kann. Und dies eben nicht Kraft eines Glaubens, sondern, und das ist das Entscheidende, durch eine Erfahrung. Was ist damit gemeint? Um zu verstehen, was mit dieser anderen Dimension gemeint ist, möchte ich Sie, liebe Hörer, erst einmal mit ein paar ganz einfachen Erlebnissen zusammenbringen, die Sie gewiss alle kennen, vielleicht aber bisher noch nicht in ihrer Bedeutung erkannt haben. Eine ewige Quelle von Erfahrungen, die uns das größere Leben spüren lassen,
in das alles Lebendige eingebettet ist, ist unsere Begegnung mit der Natur. Kennen Sie nicht alle die besondere Stimmung, die uns überfallen kann, wenn wir herauskommend aus dem Lärm der großen Stadt uns einmal wirklich der Stille des Waldes hingeben können, sie wirklich auf uns wirken lassen können? Aber können wir das denn noch? Und wer tut das noch? Wer bleibt einmal stehen und lauscht? Wenn es uns aber gelingt, dann kann uns da bisweilen etwas in ganz besonderer Weise berühren, vorausgesetzt, dass wir wirklich einmal innehalten, wirklich stehen bleiben und wirklich horchen in dieses Schweigen des Waldes hinein. Mein Vater nahm mich als kleinen Jungen oft mit auf die Jagd, und worauf es ihm ankam, war nicht so sehr das Erlegen eines Wildes, als das Weben und Leben der großen Natur zu verspüren. Er lehrte mich, das Schweigen des Waldes zu hören und das große Geheimnis zu ahnen, das darin anklingt und das man niemals stören dürfte. So kam das große Schweigen zu mir, das große, von geheimnisvollem Leben erfüllte Schweigen, das hinter den Dingen liegt und seine eigene Sprache spricht. Was einen da berührt, ist von besonderer Qualität. Diese Qualität in ihrer Bedeutung zu erkennen, darauf kommt es an. Sie hat nichts zu tun mit dem, was man so für gewöhnlich schön oder wunderbar nennt. Es ist etwas Besonderes, darin man sich immer auch in eigentümlicher Weise selbst erlebt, so tief richtig und geborgen zugleich. Im geheimnisvollen Zauber dieser Qualität ist es wie ein Heimgekommensein in einen ganz heimatlichen Raum, darin man am liebsten verweilen möchte. Es ist ähnlich dem Gefühl, das Sie kennen, wenn Sie aus einer stürmischen Nacht in Ihr Haus heimkommen, oder aus der Fremde in die Heimat, oder aus einer spannungsreichen Auseinandersetzung mit fremden Menschen in einen Kreis von Freunden. Immer ist es, als käme man heim. Und das aber bedeutet auch zu sich selbst, so als dürfe man hier wirklich ganz man selbst sein. Das Gefühl, das diese Qualität vermittelt, gleicht auch dem, das zwei Liebende erleben mögen, die Auge in Auge oder in schweigender Umarmung ineinander versunken, im Augenblick ein Stück Ewigkeit erfahren. Meister Eckhart nannte das ewige Nun. Es ist auch dort, wo wir in der Kunst, in der Musik einmal etwas erleben, für das Wort schön nicht mehr passt. So gibt es im Erleben der großen Natur, der Kunst und der Liebe in der Sprache einer bestimmten Gefühlsqualität die Erfahrung einer Wirklichkeit, die den Horizont unserer fünf Sinne und der Begriff unseres Verstandes, das heißt eben den Horizont unseres gewöhnlichen Wirklichkeitsbegriffs überschreitet, diesen Horizont transzendiert. Aber freilich, man muss dafür offen sein und darin zu verweilen vermögen. Und das eben soll echte Meditation uns lehren. Meine Hörer und Hörerinnen, wir stehen heute im Zeichen eines weltgeschichtlichen Ereignisses, dass nämlich die westliche Menschheit zum ersten Mal in der Geschichte sich dem Ernstnehmen von Erlebnissen und inneren Erfahrungen öffnet, die bisher das Privileg einer kleinen und nicht ganz ernstzunehmenden Schar von Menschen war, die man mit einem etwas abwertenden Akzent die Mystiker nannte. Die Mystiker. Die Mystiker behaupten nämlich, gewisse Erfahrungen zu machen, in denen sie Gott begegnen, ja ein Einssein mit ihm erfahren. Berichte von solchen Erfahrungen gab und gibt es nicht nur im Raum unserer christlichen Religion, sondern im Bereich aller Religionen der Welt. Und was das Merkwürdige ist, die Sprache, die diese Menschen sprechen, ist ganz unabhängig von Rasse und religiöser Tradition die gleiche in der ganzen Welt. Das habe ich auch selbst erfahren. Mein Lehrer auf dem inneren Weg ist von jeher Meister Eckhart gewesen. Die Worte, mit denen er seine Erlebnisse beschreibt, fand ich bei den Erfahrenen unter den japanischen Buddhisten wieder und kürzlich in sehr eindrucksvoller Weise auch bei zahlreichen Begegnungen in Indien. Die Weisen, in denen ein Buddhist, ein Hinduist oder ein christlicher Mystiker ihr wichtigstes Erlebnis beschreiben, sind einander verblüffend ähnlich. Ja, das kann im Grunde ja auch gar nicht anders sein. Denn das Leben,
das alles Lebendige beseelt, ist ein Leben. Und in solchen Erlebnissen kommt es zutage, als die alles und alle durchdringende, universale, alles erlösende und beseelende Kraft. Und der Mensch, einfach weil er ein Mensch ist, ein lebendiger Mensch, hat in der Tiefe seines Wesens daran teil. Im Grunde lebt der Mensch, wie alles Lebendige, immer aus dieser Wesenskraft. Darauf aber ihrer inne zu werden und schließlich bewusst aus ihr herausleben zu können und in ihrem Dienst leben zu können, darauf kommt es an. Und darauf ist er angelegt, das ist sein Privileg und davon hängt sein Heil ab. Wo sie ihm stattdessen aber aus dem Sinn gerät, überhaupt nicht mehr gespürt wird, geschweige denn ernst genommen werden kann, da gerät er in große Not. Und das ist die Situation unserer Zeit. Warum? Weil er sich dem Kontakt mit der Quelle der alles Leben in der Welt überlegenen Kraft, das alle Gegensätze übergreifende Alleine verstellt hat. Der Ruf nach Meditation ist Ausdruck dieser Not und zugleich der Verheißung eines Weges, der zu dieser Quelle alles Lebendigen zurückführt, aus der auch unser aller tiefstes, wahres Selbst lebt. So gesehen, meine Hörer und Hörerinnen, wäre Meditation also was? Es wäre die Übung zur großen Durchlässigkeit. Zur Durchlässigkeit für die in unserer Tiefe wesende Wirklichkeit des alleinen Lebens. Und die kürzeste Formel würde dann lauten, der Sinn der Meditation ist Transparenz für Transzendenz. Zu Deutsch, Durchlässigkeit für das in unserem Wesen anwesende göttliche Sein. Durchlässigkeit, das heißt zweierlei, fähig zu werden, es in uns zu spüren und fähig, es in uns und durch uns Gestalt werden zu lassen in der Welt. In der recht geübten Meditation lernen wir systematisch, den Spiegel echter Selbsterkenntnis zu reinigen, Maßstäbe zu entwickeln, nach denen wir unser inneres Leben im Hinblick auf unseren Auftrag erkennen, bewerten und entwickeln können. Meditation kann also den Menschen befähigen, in bewusste Fühlung mit seinem Wesen zu gelangen und dann auch die Grundlage für eine planmäßige Entwicklung seines Lebens aus dem Wesen heraus zu legen. In Überwindung des kurzsichtig gewordenen, weil nur rationalen Bewusstseins und seines zu eng gewordenen Wirklichkeitshorizontes vermag Meditation zu jener Selbsterfahrung hinzuführen, in der wir den Kern unseres wahren Selbstes als erlösende und als verpflichtende Teilhabe zu überwältigendem göttlichen Sein erfahren. Meditation so verstanden ist also mehr als eine Betrachtung eines heiligen Wortes oder Bildes. Sie ist eine Übung zur Verwandlung des Menschen, eine Verwandlungsübung. Wir müssen wieder fragen, klingt das nicht wie ein großer Traum, sich selbst in einem überwältigenden Sein erfahren zu können? Dies würde ja auch das Erfahren von etwas bedeuten, das uns aus den Grundnöten unseres Daseins befreien könnte. Aus der Angst vor dem Tod, aus der Verzweiflung an der Sinnlosigkeit und aus der Trostlosigkeit einer Vereinsamung. Ja, meine Hörer, genau dieses geschieht, wo der Mensch vom überwältigenden Sein ergriffen wird. Und es sind genau diese Erfahrungen, die den Menschen dann berechtigen, von diesem überwältigenden Sein nicht als Inhalt eines frommen Glaubens, sondern als einer erfahrenen Wirklichkeit zu sprechen, und zwar der Grundwirklichkeit des Menschen, auf die hin er angelegt ist und von der her er eigentlich leben sollte. Zu dieser Erfahrung, zur Erfahrung dieser überwältigenden Wirklichkeit, an der wir also im Wesen teilhaben, zu dieser Erfahrung hinzufinden und von ihr her ein neues Leben beginnen zu können, das ist auch von jeher der Sinn des inneren Weges gewesen, des großen inneren Weges, wie ihn seit Urzeiten die Meister lehren und führen. Die großen Meister des Ostens, aber auch mit anderen Bildern und Begriffen die Meister des Westens. Der Weg zur Erfahrung, das heißt zur erlebten und gelebten Erkenntnis, dass zwar unsere raumzeitlich bedingte Wirklichkeit die ist, in der wir Menschen leben und arbeiten, leiden und sterben müssen, dahinter aber eine andere Wirklichkeit ist, die jenseits von Leben und Tod, von Sinn und Unsinn, von Geborgenheit ist, so wie wir Menschen unser Leben verstehen. Es ist zweitens dieser Weg der Meister immer der Weg der Verwandlung des Menschen gewesen zu einer Verfassung,
in der er schließlich auf Dauer Diener und Zeuge dieser anderen Wirklichkeit in der Welt sein kann. In allen meditativen Praktiken auf dem großen Weg geht es nun um die Gewinnung einer neuen, dieser größeren Wirklichkeit gemäßen Einstellung zum eigenen Leben, und das bedeutet auch um ein erweitertes Bewusstsein. Was unter dem erweiterten Bewusstsein zu verstehen ist, mag ein Beispiel erläutern, das Beispiel vom Blatt am Baum. Es ist wohl natürlich, dass das Blatt, sagen wir, Angst hat vor dem Herbst und besorgt dem Augenblick entgegensieht, dass es welk wird und schließlich vom Baum fällt und zerfällt. Begriffe sich nun, das heißt, er spürte sich das Blatt als eine Weise des Baumes und sein jährliches Sterben und Wiederwerden als die Weise, in der der Baum selbst als ein größeres Leben sich in seinen Blättern darlebt, dann wäre das Selbstgefühl des Blattes von Stund an ein anderes. Im Bewusstsein der Teilhabe an einem größeren Leben, das jenseits ist seines kleinen Lebens und seines Todes, wäre sein Lebensgefühl fortan in einer Tiefe begründet, die der schmerzlichen Vergänglichkeit seines Daseins überlegen ist. Im Bewusstsein, einem größeren Leben anzugehören, wäre die Angst vor dem Tod verschwunden. Die Durchlässigkeit, die Transparenz für dieses größere Leben, dem man angehört, kann nun nie das Ergebnis rationalen Erkennens sein. Meditation sucht daher ein besonderes Bewusstsein, das wir das Spürbewusstsein nennen können, für jenes Leben zu entwickeln, das größer, tiefer und weiter ist als der Lebensumfang, in dem wir gewöhnlich existieren. Das Haupthindernis auf dem Weg zur Einswerdung mit jenem größeren Leben, das jenseits ist von Leben und Tod, so wie wir ihn verstehen, ist eben die Angst vor der Vernichtung. Daher ist auch, dass sich üben im Hergeben und Loslassen, in einem Wort im Sterben, immer und überall die Grundübung auf dem inneren Weg gewesen. Es geht darum, die Identifikation mit dem Ich aufzugeben, das immer nur an seine Sicherung, an sein Überleben denkt und sich theoretisch und praktisch in festen Positionen sichert. Das kann in jeder echten Meditation geübt werden. In einer auf das Innewerden des Wesens zielenden Meditation müssen wir versuchen, auszuschalten, was dem Innewerden unseres Wesens im Weg steht, vor allem allem, gegenübertreten, das dieses absichernde Ich spiegelt, und zu fördern, was sein Innewerden ermöglicht. Wir müssen versuchen, das innere Auge zu öffnen, das Auge, das das innere Licht, das Licht des Wesens schaut. Wer nicht das Auge sonnenhaft, die Sonne könnte es nicht erblicken. Mit unserem gewöhnlichen Bewusstsein sind wir zunächst seinsblind und seinstaub. Und damit stehen wir nun vor der Frage, wie wir also meditieren sollen. Und so will ich jetzt von den Meditationsübungen selbst sprechen. Wir haben bereits eine einleitende Übung, die stille Übung im Liegen, gemacht. Und ich will nun weitere Übungen vorbereiten, tiefer gehen in dieser Problematik. Wenn man von Meditation spricht, so soll man nicht nur an eine Übung denken, bei der man zum Beispiel eine halbe Stunde still liegt, still sitzt und den Atem verfolgt, obwohl auch das, wie wir noch sehen werden, immer wichtiger wird, sondern an eine Grundeinstellung und Grundhaltung, die uns den ganzen Tag dann meditativ sein lässt, das heißt auf die Mitte bezogen und von ihr her da. Als mich vor vielen Jahren am Anfang meines Übens einmal jemand in Japan fragte, wann üben Sie? Und ich ganz stolz antwortete, täglich von 7 bis 8. Antwortete der Mann, nun, dann haben Sie eben noch gar nichts verstanden. Wenn Sie nicht den ganzen Tag zur Übung machen, hat die morgendliche Übung überhaupt keinen Sinn. Freilich, meine lieben Hörer, hätte ich geantwortet, ich übe den ganzen Tag, hätte er auch geantwortet, dann haben Sie eben noch gar nichts verstanden. Wenn Sie nicht den Tag mit einer Übung beginnen, in der Sie die rechte Haltung einüben, werden Sie es im weiteren Tage schwer zu etwas bringen. Was aber liegt in der Forderung, den ganzen Tag zu üben? Die Einsicht, dass meditatives Üben eben nicht in einem Stillsitzen alleine gelegen ist, also nicht nur als Versenkungsübung geübt werden kann, sondern auch im Handeln, also mitten im tätigen Alltag.
mitten im Alltag geübt und gewahrt werden kann und muss. Was aber ist dann das Charakteristische des Meditierens? Ob im Nichtstun oder im Tun, die nie nachlassende Bemühung um die Welt tun. Auf dem inneren Weg kann und muss auch das äußere Handeln in einer Einstellung vollzogen werden, in der, was auch immer die Leistung besonders bezwecken mag, der innere Sinn der Handlung, die sich stetig vertiefende Fühlung mit unserem Wesensgrund ist. Ich gebe ein Beispiel. Ein Brief zum Briefkasten. Während ich die 100 Schritte gehe, kann ich, wie es meist geschieht, an alles Mögliche denken und dann den Brief einwerfen. Ich kann aber auch die 100 Schritte, statt sie in einseitiger Weltbezogenheit zu gehen, dazu nutzen, mich selbst in Ordnung zu bringen. Ich kann dabei zum Beispiel bemerken, dass ich ganz unnötig haste. Nehme ich mir nur 10 Sekunden mehr, bliebe ich in meinem Rhythmus. Oder ich kann bemerken, dass ich verspannt oder verschlammt daherkomme und mich nun in eine richtige Form bringen. Freilich ist die Voraussetzung dafür, dass ich darauf aus bin, wesensgemäß in Ordnung zu sein. So gibt es ein Gehen aus der Leibesmitte heraus, ihr werdet es noch kennenlernen, das heißt nicht nur von außen schön anzusehen, sondern sich von innen her schön anfühlt, weil man dabei immer mehr zu sich selbst kommt und schließlich ganz aus dem eigenen Zentrum da ist. So gibt es 100 Gelegenheiten des Tages, wo ich etwas tue, das ich technisch beherrsche, also nicht eigentlich mehr zu machen brauche. Und das sind die Augenblicke, die besonders geeignet sind, sich in die Tiefe zu spüren. Besser gesagt, die Fühlung mit der Wesenstiefe herzustellen, ja diese sprechen zu lassen. Ein alter Japaner sagte mir einmal, damit etwas religiöse Tiefe erlangen kann, müssen nur 2 Bedingungen erfüllt sein. Es muss einfach sein und wiederholbar. Was immer ein Mensch technisch vollkommen beherrscht, zum Beispiel eine große oder kleine Übung auf einem Musikinstrument, kann zur meditativen Übung auf dem inneren Weg genutzt werden. Ein Grundbeispiel hierfür liefern uns, meine Hörer und Hörerinnen, die altjapanischen Übungen. Seit dem 13. Jahrhundert werden in Japan die Kriegskünste, das Bogenschießen, das Speerstoßen, das Schwertfechten, einerseits als Training zum Töten des äußeren Feindes, andererseits als Exerzitium zur Überwindung des inneren Feindes geübt. Der innere Feind, wer ist das? Das kleine Ich, das glänzen möchte und mit seinem Ehrgeiz und seinem willentlich gespannten Tun der Wirkweise des Wesens genau entgegengesetzt ist. Meditatives Üben baut dieses Ich ab. So kann also das von außen gesehene gleiche Tun in einer nur pragmatischen, das heißt in der Welt nützlichen, zu Erfolg führenden Weise oder in einer initiatischen, das heißt dem inneren Reifen dienenden Einstellung geübt werden. Ein Musikstück, das man beherrscht, kann zum Beispiel nur um seiner äußeren Wirkung willen geübt und gespielt werden oder aber zur inneren Reinigung 100-mal wiederholt werden. In solcher Exerzitienpraxis wird eine Grunderkenntnis wirksam, dass nämlich jedes Handeln zweierlei Sinn haben kann. Das, was als Ergebnis dabei herauskommt und das, was beim Leisten dabei hereinkommt. Das heißt, das, was der Übende im Vollzug seiner Übung dabei innerlich selbst gewinnt. Wo Letzteres im Vordergrund steht, tritt an die Stelle des Übens zum Können das Üben zu einem verwandelten Sein. An die Stelle des Übens im Dienst nur äußerer Leistung, das Einüben einer äußeren Leistung und ihrer tausendfachen Wiederholung als Gelegenheit zu innerem Werden. Wo das äußere Ergebnis im Vordergrund steht, bilden die inneren Faktoren des Gelingens, was man die Kondition nennt, nur die Voraussetzung der guten Leistungen. Wo das innere Werden im Vordergrund steht, werden sie zum Sinn der Übung. Und dies ist ein allgemein anwendbares Prinzip und keineswegs ein japanisches Privileg. In aller im initiatischen Sinn vollzogenen Exerzitienpraxis, sei es wie in Japan die Übung einer der Kriegskünste oder aber das Blumenstecken, die Teezeremonie, Tanzen, Puppenspiel oder Bambusmalen,
handelt es sich immer zunächst darum, eine Technik zu gewinnen, deren Vollendung es dem Übenden erlaubt, jenes Ich auszuschalten, das einerseits noch aufpassen und alles selber machen muss, andererseits ehrgeizig ist, unbedingt gewinnen will, nicht verlieren kann und noch Angst hat zu versagen und eine Niederlage zu erleiden. Nur wenn das gelingt, ist es möglich, eine vom Ich gereinigte Technik einer tieferen Kraft, eben der Kraft des Wesens, zur Verfügung zu stellen, die dann durch uns hindurch und ohne unsere Zutun die Leistung vollbringt. Und wo das gelingt, ist, und das ist das Entscheidende, eine innere Wesenserfahrung möglich, die erschütternd, erleuchtend und beglückend sein kann und in der Fortsetzung der Übung den Menschen immer tiefer mit seinem Wesen eins werden lässt. Also reift. Meine Hörer und Hörerinnen, jeder, der eine sportliche Übung wirklich beherrscht, hat irgendwann einmal solches erlebt. Aber bei einem so einseitig auf die äußere Leistung gerichteten Sportbetrieb ist er nicht dazu erzogen, das zu beachten. Sportliche Übung auch in den Dienst des menschlichen Reifens zu stellen, statt einseitig nur zum Zweck sich steigernder Leistung, davon weiß unser Sportbetrieb noch nichts. Und nicht absehbar ist der Segen, der ausgehen könnte von einer Verwirklichung der Einsicht in die inneren Möglichkeiten des äußeren Übens. Die Übung zu einer Leistung in den Dienst des Reifens zu stellen, ist auch kein japanisches Privileg. Es ist anwendbar auf jede einem Menschen zur Verfügung stehende Technik. Gesegnet daher jeder, der ein Instrument auch nur ein wenig spielt. Die hundertfache Wiederholung einiger technisch beherrschter Takte, mit dem Bestreben, sie jedes Mal in vollendeter Reinheit wiederzugeben, öffnet dem Spielenden, der in den kleinen Fehlern auch Haltungsfehler entdeckt, eine Chance, sich schließlich frei vom ehrgeizigen oder ängstlichen Ich in seinem Wesen zu erfahren und immer tiefer in ihm zu verankern. Jeder, der irgendein Handwerk ausübt, das er voll beherrscht, hat in der immer gleichen Arbeitsbewegung die gleiche Chance. Endlich aber finden sich in jedem Leben täglich wiederkehrende Situationen, im Haus, im Büro, in der Sprechstunde, auf dem Bau oder wo es auch sei, in denen sich ein vorhandenes Können zu bewähren hat und die meditative Chance vorhanden ist, sich im Vollzug des Gekonnten im Sein zu spüren. Doch für den, der das Prinzip verstanden hat, macht diese Chance auch vor erstmaligen und einmaligen Situationen nicht Halt. Jede Situation ist vielmehr, wie ein altöstliches Wort sagt, die beste aller Gelegenheiten. Worauf es ankommt, ist lediglich, jeden Augenblick zum Bewährungsfeld der grundsätzlichen Einstellung und Grundhaltung zu machen und nie den goldenen Faden aus der Hand zu lassen, der uns mit unserem Wesen verbindet. Meine Hörer und Hörerinnen, damit bin ich nun am Ende dieser theoretischen Einführung.